Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder eine Lampe. Ich hatte ja schon meine Nachttischlampe, also beziehungsweise Nachttischlampe, Schreibtischlampe, die schwarze, euch gezeigt. Und da hat mich dann eine Firma angeschrieben, ob die haben auch eine Lampe, ob ich die mal vorstellen wollen würde. Und ich habe natürlich ja gesagt, weil mir das Konzept der Lampe sehr gut gefallen hat. Ich habe damit gedacht, dass ich damit am Laptop vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann. Aber nichtsdestotrotz packen wir jetzt erstmal aus. Ich habe auch einen Code von der Firma für euch gekriegt. Da kriegt ihr die Lampe 30% Rabatt. So. Ich habe jetzt schon immer das große ausgepackt von Amazon. So. Das ist auch nicht viel, was hier drin ist. So, wir haben dann praktisch einmal hier die Lampe drin. Die können wir jetzt hier rausmachen. So. Dann ist da das Röhrchen raus. Dann haben wir hier so einen Halter für die Lampe mit Magneten. Dann Standfuß. Das werden wir mal auspacken hier weiter hin. So, haben wir hier einmal die Lampe. Dann haben wir hier, weil man kann die an der Wand machen, man kann die als Laptophalter nehmen, und das Multifunktionstalent wollte ich hier einfach mal zeigen, weil das fand ich echt geil. Wird auch per USB gemacht. Also wenn ihr da jetzt natürlich, ist jetzt im Lieferumfang komischerweise nicht enthalten, wenn ihr jetzt den USB natürlich an den Strom, also an eine Steckdose machen wollt, da müsst ihr euch dann noch so einen Adapter holen. Der ist jetzt nicht mit bei. So, dann haben wir einmal hier den Stecker, den können wir da reinmachen, und dann machen wir das und dann leuchtet das. Da muss ich jetzt mir erstmal noch gucken. Moment mal, da brauche ich meinen USB-Verteiler noch. Damit ich euch das auch vernünftig zeigen kann. Weil so habe ich jetzt, soweit habe ich jetzt nicht gedacht. So. So. Und da leuchtet die Lampe. Und hier kann man dann halt heller machen. Und hier unten an der Unterseite, wo der Stecker ist, kann man sie dann durch Festhalten oder einzelnes Drücken runterschrauben bis zu der Helligkeit. Wir können auch hier oben dran, so, jetzt zeige ich euch das nochmal, hier unten festhalten. Ah ne, das ist bei dem allgemein, wenn man hier unten ran ditcht. So, und jetzt oben, zack, aus. Wenn wir hier oben drücken, also nur durch, und dann heller geht es auch. Und wenn wir hell haben und gedrückt halten, wird es natürlich auch schwächer. Aus, an, Licht und aus. Geht das auch durch? Nee, geht nur hier oben durch das Silberne. Okay. Habe ich mich geirrt, habe die Schraube als Sensor erkannt. Finde ich toll. Also finde ich, so von der Machart finde ich das ja nicht mal so schlecht. Und ich finde diese versteckten Schalter finde ich sowieso total klasse. So, und dann haben wir natürlich jetzt hier einmal sowas mit einer Schraube. Das ist zum Befestigen. Damit können wir praktisch diese Lampe hier einfach reinklicken.
So. So. Dann ist die hier. Ach, da muss ich mal ausmachen. So, dann können wir die praktisch. Gut, die hält gerade bombenfest. Das ist eigentlich für die Wand. Ach, so. Ach so, die hat so eine Batterie. Ist ja geil. Das habe ich gar nicht gewusst. So, und dann kann man das praktisch. So an die Wand machen, zack, und als zum Beispiel Bücherlampe oder was weiß ich, für Bilder oder so nehmen. Wir können aber auch, weswegen mir die Lampe jetzt persönlich gefallen hat, kann man sie damit natürlich irgendwo festmachen, damit sie nicht verloren geht. Kann man sozusagen als Taschenlampe benutzen und dann kann man sie darin klacken und dann ist ja immer, dann ist die da fest und dann geht die auch nicht abhanden. So im Gegensatz zu anderen Taschenlampen, die man irgendwo hinlegt, dann sind die weg. So, und wir haben aber noch, was ich jetzt wie gesagt richtig geil finde, ist dieser Standfuß. Ja, sieht jetzt nicht nach viel aus. Wir haben ja auch da auch so Magneten. Da können wir dann praktisch. Auch diese Halterung hier festmachen, die hält von alleine. Zack, zeige euch das nochmal. Zack. Und dann können wir diese Lampe daran festklicken. So. Und dann können wir sie uns so hinstellen. So. Und als Leselampe sozusagen benutzen. Oder als der Tischlampe oder oh, machen wir mal ein bisschen mehr runter. So. Und mir hat es halt gefallen, weil ich mir die dann sozusagen so auf die Seite, mal so, dass ihr das seht, beim Laptop hinstellen könnte. Oder auch durch die Magneten praktisch an der Seite praktisch von meinem Laptop-Tisch machen könnte und habe dadurch indirekt Licht. Und deswegen hat mir die jetzt so gefallen, weil dann kann ich hier am Laptop das so hinstellen, denke ich mal. Ich muss mal gucken, ob meine Laptop-Halterung das mitmacht, dass ich das dann praktisch so an der Seite hinstelle, hier mein Laptop und dann praktisch indirekt Licht habe, was jetzt richtig geil wäre, finde ich. So ein kleines Multitalent. Muss man sich halt entscheiden, was man machen will. Und wir haben hier auch dann noch hier unten so Styropor, was wir dann dazwischen machen können. Seht ihr das? Um nochmal so ein bisschen Dämpfung zur Wand hinzukriegen. Oder anzukleben. Ich glaube, das ist so der Kleber. Dann kann man das an die Wand so ja ankleben. Würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Ich würde lieber bohren empfehlen, weil man muss schon etwas Druck aufüben, um mit drin zu klicken und Druck auszuüben, um das rauszuziehen. Und da denke ich mal, ist Kleben nicht so die ideale Möglichkeit. So, dann werde ich das mal auch alles wieder verpacken. Mal rauszoomen. Also finde ich echt toll. Das werde ich nachher gleich mal testen. Wir müssen hier noch ein bisschen was vorbereiten für Silvester und so. Und aber sobald ich hier fertig bin, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Da bin ich richtig heiß drauf. Ich stehe auf so kleine Gimmicks und so. Und die Lampe ist so ein kleiner Gimmick für die Wand. Als Bücher, im Bücherregal zum Beispiel oder für Bilder, dass man
dass man Bilder damit besser in Szene setzen kann. Oder halt als Nachttischlampe, Taschenlampe oder ja, Duschlampe würde ich jetzt nicht sagen, weil bei dem Feuchten in der Dusche glaube ich eher nicht. Aber so ein kleines Multitalent, was man überall einsetzen kann. Ich bin mal echt gespannt. Ich werde gleich mal testen am Laptop, wenn wir hier fertig sind. Und dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das gedacht habe. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen 30% Code, falls ihr daran Interesse haben solltet. Mir wurde die Lampe von der Firma zur Verfügung gestellt. Netterweise. Ich muss auch sagen, ich habe die Lampe vorher nirgendwo gesehen. Also muss ich auch dazu sagen. Und fand die denn, wo sie mir Bilder geschickt hatten und so, fand ich das denn eigentlich ganz toll. Weil ich dachte, jo, also das wäre doch vielleicht noch was. So was hast du noch nicht vorgestellt. So. So. Und das war's auch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr da noch Fragen zu dieser Lampe habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mich dann so schnell wie möglich melden. Ich bin dann auch erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.